Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Wir sind fast da. Fast da. Fast. Es ist nicht mehr weit. Gib nicht auf. Niemals. Komm schon. Komm weg. Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die Einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur eine. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen bei Curse and Serentine. Mein Name ist Curse, wir zocken Call of Duty Advanced Warfare, den Singleplayer-Modus. Sag ich jetzt schon zum wievielten Mal? Ich weiß es, 13. Mal, oder? Ist ja egal. Glaube ich jetzt das Ganze so ein bisschen im Griff zu haben mit den Rucklern. Drückt mir einfach, oder uns allen einfach die Daumen, dass man die Folgen jetzt wieder vernünftig genießen kann. Weil es war ja echt, es war einfach grausam. Plan, wie nur Gideon ihn sich ausdenken konnte. Richtig. Ein Frontalangriff ich hab mal wieder auf meine Fresse. Festung mit den beiden Mechanzügen aus der Basis. Drohnen bringen uns rein, danach sind wir auf uns gestellt. Sentinel 2 klingt doch nach einem Plan. Noch immer hohe Kontamination in der Stadt. So, dann schauen wir mal, wie das mit dem Geruckel ist. Truppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Ja, nicht wundern, ich habe den Anfang jetzt schon dreimal gezockt. Also soweit die uns absetzen hier, weiß ich schon nicht mal, wie es weitergeht. Aber, ja, das kenne ich. Feinde auf der Überführung. Ja. Also, ich denke mal, momentan macht das eh nicht so viel Sinn, dazwischen zu quasseln, deswegen will ich mal kurz ein bisschen ruhiger und konzentriere mich. Bringt ja nichts. Was ich mich mal frage, ist hier, alle, die man hier nicht trifft, heißt das einfach nur, dass man von denen Schaden bekommt jetzt mittendrin, dass sie einen treffen könnten? Oder muss man die dann hinterher dafür platt machen? Das ist natürlich, ne? Wäre mal interessant zu wissen. Na, da sind sie. Schwarmraketen. Ich mag es, wie sie Schwarmraketen sagt. Schwarmraketen bereit. Ah, herrlich. Jo. Absprung. So, und weiter kenne ich es auch noch nicht. Na, Kollege, dann zeige ich mal, wo geht's lang. Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung 2-1, wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Ja, kein Ding. Dann wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Das geht schon klar. Ist aber ganz schön weit. Kann ich nicht irgendwie schneller laufen oder so? Ich kann schlagen, ist ja schon mal ein Anfang. Na, irgendwie. Oh, jetzt kann ich sprinten, cool. Gerade ging das nicht. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse erhebt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Jetzt kann ich wieder nicht sprinten. Albern, wirklich albern. Jetzt lass mich doch da rein. Ganz ehrlich, dann hättest du mich auch noch 3 Meter weiter absetzen können, oder? Na, sieht das schon wieder nur so. Aber ich glaube, das sieht nur so aus wie Ruckeln. Das ist keins. Mitchell mir nach. Komm du mir nach. Oh, ist das langsam, ey. Belastend. Puh.
So, oh, das soll ich verschwinden? Genau, neben der Startplattform sein. Stimmt. Sicherheitsverstoß im Silo. Alle Einheiten sofort im Sektor. Ja, ja. Schwarmraketen bereit. Achso, Rakete und Schwarmraketen sind verschiedene Sachen. Jetzt hat meine Kollegen oder? Nein, ne? Ne. Herrlich. Ah. Schwarmraketen mal rein. Bäm. Oh, herrlich. Ja, ja. Oh, ist das geil. Die Treppen runter, okay. Ja, ja. Ah, oh, wo sind sie? Hi. Ah, für einen hat sich das nie gelohnt. Ja, Dead Aim, ihr kennt das ja schon, ne? Mein Aim hat irgendwie nachgelassen. Ich muss hier auch mal irgendwie öfter zocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil. Habe jetzt auch schon ziemlich lange keinen Multiplayer mehr gezockt, aber ich war ja auch krank, wie gesagt. Wird bald alles wieder mehr. Ich habe sogar bald Urlaub, Leute. Ist das geil. Nur noch 2 Tage arbeiten. Also wahrscheinlich werde ich schon Urlaub haben, wenn ich das hier hochlade. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So, langsam geht mir das Wort Schwarmraketen ganz schön gegen den Strich. Schwarmraketen? 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 Ehrlich. Ja. Hey. Komm her. Ey, da von meiner. Bam. Oh. Bam. Damn. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, da kommen noch mehr, ja? Folgen. Ach, herrlich. Oh, oh, oh. Du willst mir einen aufs Maul hauen, Kollege. Alter. Kann ich noch was machen? Irgendwie? F? G? Okay. Ich hab noch was. Schwarmraketen. Phew. Oh, scheiße. Bam. Bam. Oh, herrlich. So. Wo geht's hier weiter? Ich war gerade kurz abgelenkt, Entschuldigung. Die Syrentine kam gerade wieder. So, sieht gut aus. Schwarmraketen bereit. Noch ein paar Mal Schwarmraketen und ich mache einen Amoklauf hier. Ich gebe die Position durch. Hab sie! Los und weiter! Weiter geht's. Ein Komplex hier. Na? Muss ich hier machen? Da ist die Luke. Mitchell, hier drüben. Mitchell, hier drüben. Ja, ich bin hier, Kollege. Geht denn hier? Achso, muss zwischen den Tieren, oder? Ja, dachte mir. Ich helfe doch gerne. So. Gib alles. Sauber. Bin stolz auf dich. Tschüss. Oh, 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 oh. Okay. Boah. Langsam genug, glaube ich. Das sieht so aus, als müsste ich hier schnell raus.
Oh, oh. Alter. Alter. Scheiß Idee, Kollege. Deswegen machen wir die Luke auf. Hat den Sinn, dass das Ding zu war. Ja, was machen wir jetzt? Schöne Scheiße. Los, weiter. Komm her, hol dir einen ab. Kann doch nicht mal einen Nahkampf machen hier, ey. Zerstören. Ja, drauf, ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Bam, 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 bam. Eine Herrlichkeit. Ich glaube, ich hab's geschafft. Oder? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Mitchell, halt durch! Geschafft! Der Start ist verhindert! Ich bring dich hier weg. Halt nur durch. Was weg? Lass mal den Schwachkopf suchen und umbringen hier. Ich hau doch jetzt nicht schon wieder ab. Hab ich jetzt gerade richtig gesehen, dass meine Hand wieder ganz war? Was ist das für eine Knarre? Pump. Alter. Pump. Sag mal. Ha, in die Eier. Headshot. Headshot. Ja, kein Headshot, aber egal. Und der war natürlich angeblich nicht getroffen. Ich hasse sowas. Ah, eine Ehrlichkeit. Wir müssen weiter. Bleib bei mir. Ja, ich gebe mein Bestes. Also Leute, ich will es ja nicht heraufbeschwören, ne? Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde es nicht ruckeln. So langsam mache ich mir Sorgen, ob ich überhaupt die Aufnahme gestartet habe und hier nur Selbstgespräche führe oder so. Aber sehen wir ja dann. Der Start wurde abgebrochen. Wiederhole, Start abgebrochen. Bestätigen? Kingpin, bitte komm! Elona, empfängst du? Verdammt, wir sind abgeschnitten. Wir müssen los. Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen. Ich setz dich ab. Du musst versuchen zu gehen, Mitchell. Ich muss Licht finden. Ich hasse schwarze Bildschirme. Hallo, Mitchell. Alter. Beschissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch. Hackt unsere Exos! Keine Munition mehr! Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge. Die Stadt fällt, es ist vorbei! Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ich rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja, das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Start verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihnen zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Okay. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Jo, mach ich, mach ich. Gib alles. Jetzt mich! System Fail. Funktioniert nicht! Ist klar. Muss ich ja wieder alleine machen. Ich krüppel mit einer Hand. Wenn entwischt, war das alles umsonst. Geh! Jetzt! Ja. Du chillst hier weiter, sagst du. Bis später. Irons darf nicht entkommen! Ja, ja, Irons darf nicht entkommen, bla bla. Bestimmt ist der erst bis hier hingekommen immer in der Zeit. Weiter.
Mhm. Achso, oh, oh, oh. Ich hab mich gemacht. Ich bin gesprintet und habe C im Sprint gedrückt. Ich weiß doch, wie das geht, Alter. Gucken, ob das hier geht. Hier geht's aber mich auch nicht. Alter, es geht nicht. Ah, jetzt hab ich's. Alles klar. Und? Bäm. Aha. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich hab ein Messer. Komm her. Komm over hier. Ah. Nix. Nein. Nein. Wir sterben, Arschloch. Nein. Muss ich nicht. Mitchell, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin. Ja, ist ein Argument, aber irgendwie... Nee. Ich hätte ihn aber retten können, da war kurz eine F-Taste. Gucken, was jetzt kommt. Achso, das darf ich nicht. Ich muss ihn retten. Ich dachte, ich hätte die Entscheidungsfreiheit hier. Ah, nichts gibt's. Arschkarte. Ja, dann komm her, du Arschloch. Ja, mach ich. Ich lass nicht los. Ja. Du musst mich hochziehen. Ah, hier, Messer. Guck mal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin. Ja, dann komm. Ja, komm her. Ist gut. Schwachbirne, ey. Ich hätte dich eh lieber im Knast verbunden. Was tust du? Mitchell, ich gab dir den Arm. Mitchell, ich gab dir eine zweite Chance! Ich drück die F-Taste. Also nicht, dass ihr meint, ich mache jetzt irgendwas falsch oder so. Jetzt die E-Taste. Mitchell! Oh, so geht's auch. Herrlich, nimm deinen scheiß Arm mit, kannst du behalten. Interessant. Also jedes Mal, wenn ich dachte, in einer Mission, das wäre jetzt das Ende. Ich hab dich komplett. War es das nicht? Ich hab dich. Jetzt, wo ich dachte, es geht auch weiter, bin ich durch. Das ist auch interessant. Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Richtig. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen. Merkt ihr was, wie schön flüssig das laufen kann, ne? Ist der Burner. Leben lang nicht. Ich hab Angst, ehrlich. Ich muss dieses Level bestimmt nochmal zocken. Weil die Aufnahme nicht läuft oder so. Aber sehen wir dann. Und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Da. Oh, sieht nach innen aus. Also wie klischeehaft dann zu Beginn der Mission der Schwarze nochmal sterben musste. Das war ja so klar, ne? Der Quotenschwarze musste sterben. Also es soll jetzt nicht rechtsradikal klingen. Aber es ist ja wahr. Der Quoten-Afroamerikaner musste leider dahin scheiden. Ja, ich würde sagen, war ein schönes Let's Play. Vor allem schön kurz. Ich habe ja nicht mit nichts anderem gerechnet. Vielleicht hänge ich ja nochmal irgendwie so ein Special dran. Hier so 100% von den Laptops oder so, weiß ich noch nicht. War ja ganz cool, aber ich glaube, ich konzentriere mich mehr auf den Multiplayer mit den Let's Plays hier. Ja, jedenfalls danke ich euch, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt und hoffe, ihr hattet da Spaß, euch das reinzuziehen, auch mit den Ruckladen, mit meinen Rages und so weiter, aber, ja, würde sagen, fertig. Vielen Dank und, ja, bis zum nächsten Let's Play, würde ich sagen. Tschüss.